Danke. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren. Herr Holm, was nehme ich von Ihrer Rede mit? Vor allem eins. Es gibt eine Gruppe, die ist Ihnen völlig egal. Die waren ja nicht immer eine Erwähnung wert. Und das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Post, die harte Arbeit leisten, die unter guten tariflichen Bedingungen das Ganze tun. Die interessiert Sie offensichtlich überhaupt nicht. Ich würde mir mal wünschen, dass Sie das auch mal den Beschäftigten in diesem Land sagen, wer Ihnen eigentlich wirklich egal ist. Aber, meine Damen und Herren, wir sortieren jetzt einfach mal gemeinsam, das hatte ich ja vorhin versprochen. Wir reden einmal über den Punkt Portoerhöhung, was übrigens an der Stelle und in dem Verfahren überhaupt gar kein parlamentarisches Verfahren ist. Aber dazu kommen wir gleich. Wir kommen zu den Arbeits- und Sozialbedingungen bei der Post und den Wettbewerbern im Brief- und Paketbereich. Und natürlich müssen wir auch über die üblichen Privatisierungsfantasien der FDP sprechen, wo offensichtlich die AfD ja fleißig mitmacht. Ich sage aber eins vorweg an dieser Stelle, für uns als SPD ist völlig klar. Wir wollen eine gute Post, wir wollen gute Postdienstleistungen, und zwar eine, die gute Arbeitsplätze schafft und sichert, die tariflich abgesichert sind. Das ist für uns als SPD in diesem Land wichtig. Eine gute Postversorgung ist Stadt und Land, meine Damen und Herren. Das, was ja offensichtlich für einige der antragstellenden Oppositionsfraktionen hier Ausgangspunkt war, ist ja die Veränderung der Postentgeltregulierungsverordnung, also ein Beschluss des Kabinetts. Was ist da eigentlich passiert? Vielleicht müssen wir noch mal die Aufregung ein bisschen runterkochen. Denn das, was dort gemacht wurde, ist ja, dass der Vergleichsmaßstab, meine Kolleginnen und Kollegen, angepasst wurde. Das heißt, in den Vergleich, wer oder wie viel Gewinn darf eigentlich die Post machen, werden ab sofort nur noch die Postdienstleistungen aus dem europäischen Ausland hineinbezogen, die übrigens von der Struktur ähnlich wie die Deutsche Post sind, also nicht hundertprozentige Staatsmonopole. Und das, meine Kolleginnen und Kollegen, ist ja wohl der richtige Vergleichsmaßstab, wenn es eben darum geht, zu bewerten, welches Geld braucht die Post für gute Arbeitsplätze und für die Investitionen in die Zukunft. Ja, Frau Dröge, dass Sie das falsch finden, habe ich Ihrem Antrag entnommen. Sie kritisieren ja auch, dass wir viel zu wenig Wettbewerb im Postmarkt haben. Herr Kollege, eine Zwischenfrage des Kollegen Meiser. Das machen wir, und danach komme ich zu Frau Dröge zurück. Vielen Dank, Herr Moos. Sie haben das ja technisch sehr gut beschrieben. Vielen Dank nochmal. Da hat mir die Zeit für gefehlt, um das aufzudröseln. Aber würden Sie mir zustimmen, dass mit der Veränderung des Vergleichsmaßstabes klar war, dass sich die Umsatzrendite, die dem Postkonzern für den Briefbereich zugestanden wurde, von etwas über 3% im vergangenen Jahr auf über 7% steigen musste. Da konnte übrigens auch die Bundesnetzagentur nichts dafür. Von daher, unsere Kritik trifft nicht die Bundesnetzagentur, sondern mit voller Wucht die Bundesregierung. Würden Sie mir zustimmen, dass das absehbar war und dass die entsprechende Umsatzrendite von etwas über 3% sich mehr als verdoppelt hat durch diese Änderung der Bundesregierung? Das ist ja genau das, was eben auch durch den Vergleich mit den europäischen anderen Postdienstleistungen ja Teil des Prüfungsgegenstands war, Herr Kollege. Aber vor allem müssen Sie dann doch eins verstehen. Wenn Sie mal, und es wundert mich ja, dass Sie das nicht getan haben, sich mal mit dem Betriebsrat der Post und mit Verdi, die ja eben als Gewerkschaft dort die Post betreut, auseinandergesetzt hätten, dann wüssten Sie nämlich, dass übrigens sowohl Betriebsrat wie auch Gewerkschaft genau diese Veränderung aus zwei wichtigen Gründen unterstützt haben. Erstens, weil sie nämlich sagen, dass die Post deutlich mehr investieren muss, beispielsweise in die Technik in den Zustellbetrieben, was die Sortierbetriebe angeht. Und zum Zweiten hat die Post nämlich 8.500 neue, und zwar tariflich abgesicherte, gute Arbeitsplätze geschaffen. Und das war der Grund, warum sowohl Gewerkschaft wie eben auch Betriebsrat das unterstützt haben. Also vielleicht sollten Sie, ich finde das sehr interessant, dass ich Ihnen erklären muss als Linke, dass Sie auch mal mit Betriebsrat und Gewerkschaft reden sollten und nicht nur auf die Bundesnetzagentur hören. Aber da würde ich mir schon noch mal wünschen, dass Sie diese Aspekte mit betrachten. Und ich glaube, dann wäre das Ganze auch deutlich klarer auch für Sie geworden, Herr Kollege. Ich komme aber noch mal zu Ihnen zurück, Frau Dröge, und eigentlich den größten Teil habe ich ja genau auch mit dieser Antwort Ihnen schon beantwortet. Sie kritisieren ja in Ihrem Antrag, dass viel zu wenig Wettbewerb dort herrscht. Jetzt schauen wir uns doch mal an, was übrigens dort passiert ist, wo Wettbewerb beispielsweise im Paketbereich herrscht. Da gab es eine Abwärtsspirale, was das Thema tarifliche Absicherung angeht. Da gibt es eine ich habe Ihren Antrag gelesen, und gucken Sie mal auf Seite 2, da fordern Sie mehr Wettbewerb, Frau Dröge. Da fordern Sie mehr Wettbewerb, und das, was dort passiert, ist, dass wir eine Spirale nach unten bei den Arbeitsbedingungen haben. Und wissen Sie, Frau Dröge, also Sie müssen mir schon auch zuhören, wenn ich hier rede, Sie sind ja gleich dran, dann können Sie klarstellen. Und zwar eine Sache würde ich mir wünschen.
dass Sie klarstellen, dass Sie mit mehr Wettbewerb nämlich nicht meinen, dass es einen Wettbewerb auf dem Rücken der Beschäftigten im Postbereich gibt, so wie es in der Paketbranche üblich ist, und dass vor allem nicht das passiert, was in anderen Unternehmen, beispielsweise bei der Deutschen Bahn, ja leider eine Folge auch der Privatisierung ist, dass wir nämlich ein Auseinanderfallen der Qualität zwischen Stadt und Land haben. Frau Kollegin Dröge, dann erklären Sie das den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Menschen in Ihrem Land oder in unserem Land hier, wenn Sie das mit mehr Wettbewerb meinen, dass Sie offensichtlich das Gleiche an Privatisierungsfantasien verfolgen wie die FDP, war mir neu, aber dann distanzieren sich in aller Klarheit. Denn wir erleben doch, dass übrigens dort, wo gute, starke Betriebsräte und Gewerkschaften mit am Werk sind, bei der Post nämlich eins passiert ist. Die heftig kritisierte Delivery-Tochtergesellschaft der Post wird mit dem Ergebnis des letzten Tarifvertrages aufgelöst und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder in den Tarif der Deutschen Post übernommen. Das sorgt übrigens dafür, dass die Kolleginnen und Kollegen dort ein 13. Monatsgehalt haben, dass sie eine insgesamt bessere Bezahlung haben, dass sie eine betriebliche Altersvorsorge haben und dass sie vom Kündigungsschutz profitieren. Und meine Kolleginnen und Kollegen, was, wenn nicht das, ist eigentlich der beste Beweis dafür, dass gute Mitbestimmung, gute Tarifverträge und starke Gewerkschaften vor allem dann auch für gute Arbeitsplätze, in dem Fall bei der Deutschen Post, gesorgt haben. Und das, meine Kolleginnen und Kollegen, ist ein großer gewerkschaftlicher Erfolg, über den wir als SPD uns freuen. Wir haben im Paketbereich, und ich habe das eben ja kurz erklärt, Frau Dröge, eine Abwärtsspirale erlebt aus dem Wettbewerb, der eben zu deutlich schlechteren Arbeitsbedingungen geführt hat. Deswegen ist es wichtig, dass wir genau dieser Scheinselbstständigkeit, die sich dort zunutze gemacht wurde, entgegengetreten sind. Und diese Woche, es wurde von meinem Kollegen erwähnt, im Bundeskabinett bzw. im Koalitionsausschuss zuerst beschlossen haben, dass es eine Nachunternehmerhaftung geben wird. Das ist wichtig, um für eine gute Versorgung bei der Frage der Sozialversicherung der Kolleginnen und Kollegen in der Paketbranche zu sorgen. Und auch das nochmal zu der Frage, ob ich einen Antrag gelesen habe. Sie sollten mal ein bisschen besser recherchieren, Frau Dröge. Sie kritisieren dort nämlich, dass hier auf dem deutschen Markt nicht die gleichen arbeitsrechtlichen Bedingungen für Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland herrschen. Frau Dröge, dann empfehle ich Ihnen einfach nochmal in die Entsenderichtlinie der Europäischen Union aus dem Mai 2018 reinzugucken, denn dort heißt es, gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Das, meine Damen und Herren, ist richtig und wichtig und eine gute Absicherung für gute Arbeit in Deutschland. Wir müssen also nicht mehr Wettbewerb fordern, wir müssen Tariftreue stärken und wir müssen vielleicht sogar darüber nachdenken, ich habe das an anderer Stelle schon erwähnt, die Unternehmen, die nämlich eine gute Mitbestimmung haben, so zu stärken, dass es für alle Unternehmen entsprechend attraktiv ist, gute tarifliche Absicherung für die Kolleginnen und Kollegen zu erbringen. Und meine Kolleginnen und Kollegen von der FDP, Sie fordern die vollständige Privatisierung der Post. Das sind wir ja gewohnt von Ihnen, dass Sie alles privatisieren wollen. Ich sage Ihnen einfach nochmal, was ich eben erwähnt habe. Wir erleben an der Stelle ja beispielsweise bei der Deutschen Bahn, was als Folge der Teilprivatisierung mit passiert ist. Das Ergebnis ist nämlich, dass Strecken im ländlichen Raum im ländlichen Raum Strecken stillgelegt wurden. Sie melden sich doch bitte entweder, um eine Zwischenfrage zu stellen, oder der Kollege, der gleich redet, kann das ja ausführen. Dort gab es eben einen stärkeren Wettbewerb auf der Schiene. Das hat zu einem erhöhten Kostendruck geführt. Das führt dazu, dass im ländlichen Raum Strecken stillgelegt werden, mein Kollege. Und die Folge ist, dass beispielsweise der Service im öffentlichen Personenverkehr zwischen Stadt und dem ländlichen Raum auseinanderklafft. Wenn Sie das eben auch bei der Post wollen, dann bekennen Sie Farbe, dann sagen Sie das, wenn das die Folge Ihrer Privatisierungsfantasien ist. Für uns steht fest, wir wollen eine flächendeckende Post mit gut tariflich abgesicherten Arbeitsplätzen. Das ist für uns die höchste Priorität. Insofern, meine Damen und Herren, ich freue mich auf die Beratung in den Ausschüssen. Herzlichen Dank. Für die FDP-Fraktion hat das Wort der Kollege Reinhard Huben.